Versammlung bei Hansa Rostock. Wird wohl der Neuanfang gelingen? Werden all die Streitereien und die Personalquerelen ein Ende haben? Es gibt eine Menge Klärungsbedarf. Wohl auch deshalb sind so viele Mitglieder gekommen. Die Warteschlange reichte bis zum Hauptbahnhof. Über 2000 Mitglieder sind in die Rostocker Stadthalle gekommen. Deswegen ging die Versammlung erst 45 Minuten später los. Die Mitglieder sorgen sich um Hansa. Ich habe große Angst, dass es vielleicht nicht zu den entsprechenden Beschlüssen kommt, die wir heute unbedingt brauchen. Das heißt, die Wahlveranstaltung, dass die sicher durchkommen, um eben wieder einen handlungsfähigen Aufsichtsrat und einen handlungsfähigen Vorstand zu bekommen. Ich hoffe, dass der ganze Aufsichtsrat heute sagt, er tritt zurück. Und dann wird man sehen, wie sich der neue Aufsichtsrat denn verkauft. Klare Führung, klare Linie. Und dass alles getan wird, dass die Mannschaft einen entsprechenden Rückhalt bekommt. Harald Ahrens hat seinen Rückzug bereits angekündigt. Der übrige Aufsichtsrat will sich dem Votum der Mitglieder stellen. Wie in den vergangenen Jahren auch, bleiben die Teilnehmer der Versammlung unter sich. Die Medienvertreter wurden von der Mehrheit der Mitglieder erneut ausgeschlossen. Und wir gehen gleich weiter zu Tobias Blank vor Ort. Ja, gibt es denn schon irgendwelche Neuigkeiten? Ist irgendetwas nach außen gedrungen? Es sollen ja Wahlen auf der Tagesordnung gestanden haben. Ja, die zwei Wahlen, um die es in erster Linie geht, die stehen auch weiterhin auf der Tagesordnung. Sie sind aber noch gar nicht durchgeführt worden, da die ersten Punkte eben auf dieser Tagesordnung sehr viel Zeit in Anspruch genommen haben. In erster Linie geht es ja um die Abwahl der bisherigen Aufsichtsratmitglieder. Und da ist jetzt eben halt auch noch nicht ganz klar, ob der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Harald Ahrens jetzt sich vielleicht nach seinem Rücktrittsgedanken vielleicht doch einem Mitgliedervotum nachher stellen wird. Das Ganze ist noch in der Schwebe. Stimmen dann doch genügend Leute, also mindestens ein Drittel für ihn, könnte es sein, dass er weiterhin also Mitglied des Aufsichtsrates bleibt. Das Ganze eine spannende Frage. Momentan aber gab es da noch kein Ergebnis. Erst wenn diese Abwahl der Aufsichtsratsmitglieder durch ist, dann steht auch fest, wie viele neue Aufsichtsräte überhaupt in das Gremium gewählt werden. Also bisher ist das Ganze noch nicht nach außen gedrungen oder bisher haben noch keine Wahlen, sage ich mal, stattgefunden. Stimmungsvoll geht es da drin aber auf jeden Fall zu. Auch der bisherige ehemalige Vorstandsvorsitzende Michael Dahlmann hat schon zu den Mitgliedern gesprochen und da gab es zum Teil halt auch stehende Ovationen. Also das Ganze ist da drin schon ziemlich stimmungsvoll bisher. Aber was bedeutet das Ganze alles? Die Fans machen sich ja große Sorgen um die Zukunft des Vereins. Sieht das alles nach einem Neuanfang oder nach ja, wenigstens einem Signal für einen solchen aus? Ah, das ist schwer zu sagen, denn erst wenn der neue Aufsichtsrat feststeht, wird ja ein neuer Vorstand überhaupt berufen, da der bisherige ja erstmal jetzt nur übergangsweise im Amt war. Dann muss man halt sehen, dann kommt diese Ausgliederung, die dann frühestens im Januar stattfinden wird. Und auf alle schauen natürlich in erster Linie auch auf das Sportliche. Und da ist der FC Hansa Rostock seit heute Nachmittag nur auf Tabellenplatz 19, also vorletzter in der Tabelle. Der Trainer und der Mannschaftsrat, die waren halt auch hier, haben sich das angeschaut. Die werden sich aber nicht so sehr für das hier konzentrieren, sondern wollen in den nächsten Wochen vor allem auf dem Platz wieder vernünftige Leistung zeigen. Tobias Blank, vielen Dank für die Information und Ihre Einschätzung.